bin Kat, ich bin 17 Jahre alt und ich bin Künstlerin. Angefangen so mit meinem Modegefühl und so weiter hat das mich überlegen, als ich 14 war, glaube ich, da habe ich eine Freundin von mir getroffen und wir sind da so ein bisschen gemeinsam reingerutscht und haben dann halt angefangen, uns dafür zu interessieren, eben Mode und fotografieren gehen und so. Seither ist das irgendwie so ein Prozess. Ich mache ganz viele verschiedene Sachen und eben immer im Kreativbereich. Also bin gerade wieder dabei, an einem Filmprojekt zu schreiben. Ich mache Modedesign, ich zeichne, ich eben viel mit Self-Expression, also mit eben meinem Style und so. Das gehört für mich eigentlich auch zu diesem Künstlersein dazu. Ich bin einfach gern außergewöhnlich. Also ich mag halt einfach bunt. Also es ist bunt, weil das einfach zu mir passt. Und zu mir passt einfach nichts, was irgendwie normal ist. Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich so classy ausschaue, weil ich einfach finde, das repräsentiert mich nicht. Und ich mag es einfach, nicht normal auszuschauen. Mich hat mal jemand gefragt, ob ich mich halt ohne Make-up wohlfühle. Da habe ich viel drüber nachgedacht und eigentlich überhaupt nicht. Das würden viele Leute als extrem traurig bezeichnen, aber für mich ist es halt einfach, das ist für mich kein Kostüm, was ich mache. Für mich bin das nicht ich, wenn ich nicht mit Make-up rausgehe. Teilweise auch anstrengend, wenn alle richtig schockiert dich anschauen oder generell dich nur anschauen. Aber ich liebe das halt auch einfach. Jetzt nicht nur, weil es mir um die Aufmerksamkeit geht, sondern auch irgendwie zu merken, du bewegst was in den Leuten. Auch wenn sie dich schockiert anschauen oder das hassen, was du machst, du hast irgendwas bewegt in ihnen. Es ist so schwer, dass man sich nicht von der Gesellschaft davon abhalten lässt, das zu machen, was man machen möchte, wenn man rundherum immer diesen Druck kriegt, du musst eigentlich normal sein. Und das ist halt was, was ich mir wünsche, dass das halt, dieser Druck einfach ein bisschen zurückgeht. Aber es geht absolut in eine richtige Richtung, das muss man sagen. Es wird wirklich besser, aber es ist halt bei weitem noch nicht da, wo es sein sollte, in ganz vielen verschiedenen Hinsichten. Die Menschen müssen es ja nicht alle gut finden, das erwarte ich ja nicht, weil das kann ja auch gar nicht sein, aber trotzdem einfach, dass es akzeptiert wird.